Hallo Leute und herzlich willkommen bei den besten Memes vom Drachenlord Teil 9. Ich weiß nicht, warum das Video nur einfach Metal Leute heißt, aber ist egal. Es ist auf jeden Fall der Meme-Container, der wieder freshe, nice Memes für uns hat. Wir schauen mal rein und gucken, was da so kommt. Wenn man in einer Klausur ist und man den Lehrer was fragen möchte. Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Ah ja. Ich bin vom Zeichentechnik her vielleicht auf dem Niveau vom Zweijährigen, aber wenn ich trotzdem mich anstrenge und mir richtig den Arsch aufreiß, dann werde ich da auch wesentlich, dann bringe ich da auch wesentlich bessere Bilder zustande als so. Das haben wir ja schon mal gesehen, ne? Das ist halt echt geil, dass da jemand das, den Rudi A4 einfach umgebaut hat, also so ein Modellauto, das ist so geil, Mann, das ist wirklich richtig, richtig geil. Oh Mann, und wirklich auch wie viel Liebe da drin stecken muss, ne? So ein kleiner Rainer mit so einem Stock in der Hand, mit so ein paar von seinen Sprüchen dazu, das ist schon sehr geil gemacht. Ich bin der Geilste. Ich bin der Geilste und ich bleib der Geilste. Und das wird immer so sein. Und jetzt, wenn ich abnehme, werde ich sogar noch geiler. Ja? Weil du diesen geilen Kerl postest, weil du diesen geilen Typen, diesen richtig mächtigen Drachen postest. Nur deswegen. Weil es niemand geileren gibt als mich. Deswegen machen sogar Leute wie Iblali und Unge Videos über mich. Weil ich so geil bin. Ja? Es geht. Find's gut, dass er dass er ein gesundes Selbstbewusstsein hat, sich nicht überschätzt, ja, aber ein gesundes Selbstbewusstsein. Finde ich richtig und finde ich auch wichtig. Oh Mann, wirklich. Grund für die Compilations und auch du Grund. Bist doch wahnsinnig, Alter. Ja, Magic PS, vielen lieben Dank für dein Abo. Nein, aber es ist wirklich unnormal, wie er sich selber darstellt und wie er sich selber sieht. Das ist so verzweifelnd, wirklich. Also, keine Ahnung, wie man so blind sein kann. Ist gleich wieder los mit dem Hate. Leona! Nee, Fleischwurst. Nee, einfache Stadtwurst. Psst. So. Weißt du Bescheid? Und natürlich die gute Ja-Wurst darf nicht fehlen. Let's go. Mir reicht's für heute. Ich hab die Schnauze voll. Vorhin ist er mit dem blöden Zeug und jetzt dieses Dreck da. Ich habe die Schnauze für heute vor mir, mir reicht's. Das muss echt nicht sein, ich verstehe nicht, warum das immer so nicht ergeben muss. In meiner Jugend mit 19 oder so, habe ich mal einen kompletten Wutanfall gehabt. In irgendeiner Situation in der Disco. Ende vom Lied waren zwei gebrochene Arme. Ja, deine wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Mette Wingelwongel, ich hätte eine Idee, was wir als Hater eventuell durchsetzen können. Das Wort Wongeln in den Duden aufnehmen. Definition? Der auslahende Gang einer übergewichtigen Person. Und daneben noch so ein Bild von Rainer. Ruf mal die Leute vom Duden an. Das wäre letztendlich mal eine geile Idee eigentlich. Bei einem Video neulich, wo er Leute anspuckt, fiel mir erstmal der Begriff Kamel dort ein. Habe ich, glaube ich, sogar bei dir gesehen und kommentiert. Ja, ich habe das gelesen. Ich lese wirklich jeden Kommentar tatsächlich. Tatsächlich sogar. Habe ich gesehen, da habe ich mich sehr deutlich dazu geäußert, wie ich das finde, wenn man angespuckt wird. Kamel dort habe ich gelesen. Passt auch sehr gut zu ihm in dieser Situation, definitiv. Oh Mann. Bei drei verschiedenen Leuten. Also eingebrochener Arm pro Person dann, quasi. Aber liebe Gemeinde Neustadt, liebe Gemeinde Emskirchen, ich sag euch was. 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 Mettler sind wesentlich stärker als billige kleine Kacknazis. Sehr, sehr geiler Clip, wirklich richtig schön gemacht. Martin Mittelbach, danke fürs Abo. Kommt zu mir und macht mich fertig!
empfinde keinen Hass, ich empfinde gerade Wut. Und das ist ein Unterschied, du Spasti. Hass ist keine menschliche Emotion. Hass ist keine Emotion, Leute. Leute, Hass ist keine Emotion. Das haben wir ja schon beim Einzigen geklärt. Ich muss aber echt sagen, ich mag Meme-Container, aber es nervt mich, dass er sich nicht die Mühe macht, die Clips ein bisschen vom Sound anzupassen. Ein Clip ist total leise, dann regel ich das hier im Stream nach, dann ist der nächste Clip aber 30 Mal so laut, ich muss das wieder nachregeln. Das ist echt ein bisschen nervig, Alter. Hass ist keine Emotion, definitiv nicht. Wut ist eine Emotion, Aggression ist eine Emotion, aber Hass ist keine Emotion. Ich habe alles auf Video. Dieser Eisclip ist auch so utopisch. Kann ich mir auch echt nicht lange geben, wie der da an diesem Ding lutscht und rumzutscht. Wirklich. Oh, da kriege ich Albträume von. Junge, wer isst so Eis? Wer macht das mit so kreisenden Zungen? Blablabla. Junge, übst du für irgendwas reiner oder was ist da los? Junge, weil ich gerade im Chat lese, dieses Calippo, das ist auch wirklich echt nicht so das niceste Eis, da gebe ich dir definitiv recht. Ey, wirklich, das ist so, ach nee, das fühle ich gar nicht, das Eis. Ansonsten werde ich, da ich ja jetzt auch die Effekte beherrsche mit in die Luft jagen und so weiter, ne? Ja, ja, nice. Also erstmal beherrschen, Rainer, du ziehst dir Explosions-PNG aus Google Bilder oder so. Ja, haust das in dein Schneidprogramm und dann ist es das, weil ich jetzt Explosionen beherrsche. Ja. Und wenn man das dann vergisst, noch einzufügen, ist natürlich noch besser. Let's go. Ja. War ich 18? Moment. Ah, das ist so eklig, dass das Mono auf links ist. Eklig. Wenn Drachenlord einen Podcast hätte. 2009 müsste ich 20 gewesen sein, weil ich bin immer ein Jahr älter, als das Jahr ist. Mittlerweile bin ich immer 11 Jahre älter, als das Jahr ist. Moment. Nee, ich bin immer ein Jahr älter als das Jahr. Also wir haben jetzt 2014. Nee, 11 Jahre, das stimmt schon. Und ich werde jetzt 25 dieses Jahr. Ey, wirklich, also wie man so viel Müll reden kann. Echt auch wirklich unglaublich utopisch. Drachenlord beim Arzt. Was für ein gottloser Clip. Okay, das war sehr geil. Drachenlord schwenkt seinen Kiefer aus. So gesehen ist das alles eigentlich ziemlich traurig. Ich arbeite jetzt seit mindestens genauso lange oder fast genauso lange wie die anderen YouTuber da draußen dran. Bin auch nicht gerade unbekannt. Auch wenn man mich eher im Negativen kennt. Wie kann man denn nur solche Gesichtskürbisse haben? Das ist ja unglaublich. Ogergriff, wie auch immer. Sieht halt wirklich aus wie Drachenlord, ne? Sieht halt wirklich so aus. Ich sehe mich nicht als stark. Ich sehe mich auch nicht als was Besonderes. Das habe ich nie und das werde ich nie. Weil ich extrem geil aussehe, einen extrem geilen Verstand habe, ein extrem geiler Mensch bin und extrem geil bin in welcher Form auch immer. Black Metal. Ja, Drachenlord in the nutshell, ganz genau so ist es. Kann man nicht besser beschreiben. Death Metal, Pagan Metal, Viking Metal, Industrial Metal und weiß der Geier.
Das kann man alles in einem Wort zusammenfassen. Jetzt habe ich das Wort vergessen. Dann ist man zu klein für den Geschlechtsakt. Hashtag Dr. Drache. Nun, ich sag's mal so. Es gibt zu jung, aber nicht zu klein. Kommt drauf. Aber es gibt auch zu eng, ne? Das ist klar. Ich dachte kurz, er sagt das jetzt. Schau an, was du mit klein meinst. Ist es dein Diddy-Mann, der zu klein ist? Oder ist es deine Körpergröße, die zu klein ist? Es gibt auch Videos im Internet, wenn du dich mal ein bisschen recherchierst. Ich hoffe, du bist schon 18. Es gilt natürlich nur für Leute, die ab 18 sind. Achtung, ab 18. Aber es gibt auch Frauen und es gibt auch Männer. Also es gibt Männer, die klein sind, es gibt Frauen, die groß sind. Und es gibt Männer, die stehen drauf, wenn Frauen, die groß sind, sie hochheben und, na, zu klein gibt es nicht. Wie beschäftigt... Junge, wirklich, ich verstehe auch nicht, wie man auf die Idee kommt, Rainer, jemanden, der 0,0 praktische Erfahrung außer mit Männer Hintertüren hat, irgendwas über den Geschlechtsakt zu fragen. Also wirklich. Oh Mann. Ja, wenn man ausnahmsweise mal ehrlich ist, oha. Tickst du dich täglich? ich hatte tatsächlich... Ja, ey, wirklich so ein Neandertaler, der Typ. Tatsächlich schon mal was mit einem Mann, der fast 2 Meter war. Ist schon ein paar Jährchen her. War auch... Naja, interessant. Und ich hatte auch schon was mit einem Mann, der über 1,94 war. Der war 1,97, glaube ich. 1,84 meine ich. Der war ins, Ja gut, Meme Container, das war nicht so schlau. Dein Logo unten, Meme Container verdeckt einfach Antwort C. Aber trotzdem nice Aufmachung. Leute, was sagt ihr? Wie groß war er? Ich sage B197, komm, let's go. Digga, ich kann die Antwort nicht lesen. Ein 87 ungefähr. Ich kann ihm einen Brief schreiben, also dem Rainer, und ihm sagen, was man sich wünscht. Und dann kommt er angeflogen und verprügelt einem... Was wie ein Flaschengeist. 2 Päckchen. Ja, die Folge Spongebob kannte ich auch noch nicht. Was für ein Flaschengeist. A, C, A, B, C. Leute, es war leider C, wir werden nie wissen, was da stand. Aber wahrscheinlich stand da 1,87. Solche Wurst, da habe ich mir ein paar mehr gekauft, der Rest wird eingefroren. So, dann habe ich mir Bacon gekauft und 2 Päckchen Käse, von dem ich wahrscheinlich auch die Hälfte einfriere. Aber erstmal kommen die in den Kühlschrank, schauen wir mal. Nicht. Auch alles einfach einfrieren. Ich habe noch was übrig, wird eingefroren, tauche ich nächstes Jahr irgendwann wieder auf, das passt schon. Immer raus, wenn Hater da sind, sondern nur, wenn ich keine andere Wahl mehr habe oder wenn mein Wutpegel so hoch ist, dass ich mich nicht mehr beherrschen kann. Abgesehen davon gehe ich nicht raus. Thank you so much. Geil. Was heißt denn viel? Not more, oder? I hear fast all. Give not fall. Wenn ich den Clip nicht schon so oft gesehen hätte, hätte ich mich jetzt nochmal komplett bepisst. Wie kann man überhaupt darauf kommen, zu sagen, give not fall? Ja, give not fall, Rainer. Gib nicht viel, give not fall, ist richtig. 10 von 10. Was heißt nicht viel? Give not more bands, what I not... Ja, give not more bands, what I not hear, genau. What I not hear. Digga. Ganz wilde Zusammenschnitte. Also ein paar von den Dingern sind halt wirklich richtig, richtig geil. Schaut bitte bei Meme Container vorbei. Der macht auch schon echt freshen Content, Alter. Ein paar Clips habe ich richtig, richtig kalt erwischt. Sehr, sehr episch, wie der Rainer sagen würde.